Wir möchten Ihnen zeigen, wie einfach es ist, mit Optoline Smart RS5 Wellen auszurichten. Nehmen Sie einfach Ihren Prüftechnikkoffer und schon sind Sie einsatzbereit. Denken Sie daran, zuerst die Maschine abzuschalten und zu sichern. Kontrollieren Sie, ob alle Sicherheitsanforderungen erfüllt sind. Vom Maßband bis zum Messcomputer finden Sie im Koffer des Optoline Smart RS5 alles, was Sie für eine erfolgreiche Messung brauchen. Setzen Sie einfach die vormontierten Messadapter auf die Wellen und achten Sie darauf, dass sich Laser und Sensor gegenüberstehen. Hängen Sie die Ketten ein, damit sie während der Drehung der Welle nicht stören. Schalten Sie das Bluetooth-Modul ein. Sensor und Computer kommunizieren jetzt kabellos. Das heißt, es gibt keine Kabel mehr, die sich verheddern könnten. Schalten Sie den Computer ein. Jetzt sind es nur noch 3 Schritte bis zur perfekten Ausrichtung. Schritt 1: Abmessungen eingeben. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie einfach auf Measure, um den Sweep-Messmodus zu starten. Das System führt Sie durch die einzelnen Schritte der Messung. Schritt 2: Messen. Nehmen Sie die Schutzkappe des Lasers ab und bewegen Sie den Laserstrahl in die Schutzkappe des Sensors, indem Sie ihn nach oben oder unten schieben. Im Bildschirm des Computers sehen Sie die X- und Y-Ansicht und den roten Laserpunkt. Bei Bedarf lässt sich der Laser mit den Rändelschrauben am Lasermodus justieren. Wenn der Laser zentriert ist, leuchtet eine blaue LED auf. Mit der einzigartigen Ein-Laser-Technologie dauert die Lasereinstellung nur halb so lange wie bei 2 Lasern. Drehen Sie nun einfach die Welle, während der Computer automatisch hunderte von Messpunkten erfasst. Beobachten Sie die Drehung im Bildschirm, bis die Farbe nach grün wechselt. Das war alles. Messungen im Handumdrehen. Schritt 3: Ergebnisse. Sie können nun auf einen Blick die Ergebnisse für Kupplung und Kippfuß überprüfen. Die einzigartige Prüftechnik-Darstellung mit Smiley-Icons und Status-LED zeigt eindeutig den Zustand der Ausrichtung. So sind die Ergebnisse für jeden leicht verständlich. Sie können nun die erforderlichen Korrekturen an der Maschine vornehmen. Mit dem Prüftechnik-Passplattenkoffer haben Sie alles, was Sie für die Justierung brauchen. Wählen Sie einfach die richtigen Passplatten aus dem Koffer aus. Während Sie die Maschine in die korrekte vertikale und horizontale Ausrichtung bringen, können Sie die Ausrichtung in Echtzeit verfolgen, bis das lächelnde Smiley erscheint. Überprüfen Sie zum Schluss die Ausrichtung. Und fertig! Sie können nun mit einem Lächeln Ihren Messeinsatz protokollieren und archivieren.